mir steht Marco und du hast wieder eine Palette für unsere Händler zum Versteigern mitgebracht. Die ist hier unter der Box. Sag mal, wann weiß man, man hat eine gute Palette und man hat keine so gute? Also man erkennt schon von außen eigentlich viele Sachen. Man hat ja einen Blick dafür. Viele spekulieren auf Elektronik, die anderen mehr auf Haushaltswaren. Der eine kann das besser verkaufen. Und man hat da schon so ein bisschen im Blick, was da so vielleicht auch für ein Name draufsteht, was für ein Etikett da dran ist und so weiter. Daran kann man eigentlich erkennen, ob das vielleicht ein guter Artikel ist. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Neue Palette, neues Glück. Oder nicht. Oder auch nicht, wer weiß. Marco, du weißt aber ein bisschen was über deine Palette. Ja. Eine wunderschöne Palette heute für euch. Palette ist Haushalt. Haushalt spielt in der Retourenwelt eine ziemlich große Rolle, weil jeder hat es, jeder braucht es. 156 Teile, 195 Kilo. Ja, wenn das Gewicht höher ist wie jetzt die angelegenen Teile, muss da irgendwas schwerer sein. A- und B-Ware. Sind da auch Haushaltsgeräte mit bei oder ist das ohne Strom alles? Mit Strom auch. Ordentliche Stecker. Ich habe sie nicht aufgemacht. Danger. Marco hat auf die Frage nach den Steckern sehr verdächtig reagiert. Deutscher Markt? Auch. Auch. Okay. Alles klar. Okay. Sollen wir mal gucken, was unter der Box ist? Jo. Die geht nämlich gleich hoch, dann dürft ihr näher rantreten und euch die Palette näher anschauen. Bitte allerdings hinter der gelben Markierung. Und ganz wichtig, das Ganze geht auf mein Kommando und nur Lucky Lucky machen. Lucky Lucky? Nicht Tachi Tachi. Und Box bitte ab. Also das Erste, was er ja gesehen hat, war ja klar, AEG. 3, 2, 1, an die Palette, los! Da sind Kartons, da steht nur ausschließlich Englisch drauf. Wenn das für den deutschen Markt ist, steht da mindestens ein deutsches Wort, und zwar so, dass man es sehen kann. Eine Palette mit 156 Haushaltsretouren steht aktuell zur Versteigerung. Die Händler versuchen, in kurzer Zeit so viele Details wie möglich zu erkennen. Das Englische, das schreckt mich immer ab, weil das reduziert den Preis in Deutschland. Vorsicht, Alex, beim Übertreten. Hm? Ich bin ja nicht so groß, ich muss mich ein bisschen lang machen. Hab versucht, von oben den Blick zu erhaschen, was es denn nur ist. Ich habe irgendwas mit Kaffee gelesen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist ein Karton. Das sind Rauchmelder. Rauchwarner. Aber es stand nicht auf Deutsch nichts drauf. Achtung, das Signal ertönt. Da ziehen Sie von dannen und haben hoffentlich genügend Informationen gesammelt. Eva, hättest du gern die Palette? Eva, du bist ja auch gelernte Friseurin. Und arbeitest auch noch als Friseurin? Ich bin selbstständig, ja. Selbstständig. Seit 19 Jahren. Und hast einen Laden? In Olfen. Wo ist in Münsterland, ja. Wie bist du dazu gekommen, dass du da jetzt zum Großhandel gekommen bist? Corona. Man muss ja irgendwie zusehen, dass man bleibt, ne? Friseur braucht man sich ja nichts vormachen, wird man nicht Millionär, ne? Wer möchte denn sein erstes Gebot abgeben? Dirk. 500. Zoll. 500. Ich weiß nicht, was mit Dirk los war. Wer hat einen guten Kaffee heute Morgen gehabt, ja? Also 500 Euro, so als erstes. Hier geht's direkt in die Vollen. Mein Interesse an der Palette war bei Dirk seinem ersten Gebot schon erledigt. Was ist los, Hanno? Willst du bieten? Schluck auf. Panik. Ich will die anderen nicht verscheuchen. Kam nichts mehr von dem. Ich hab den Brat nicht getraut, weil wir bei den Waren nicht wissen, in welchen Ländern sie verwendet werden. Hier geht's direkt in die Vollen. 500. Und nur Lust. Euro, bitte. 600. 600 von Eva. Mit mir sollten die anderen immer rechnen. Alex, bei 600 Euro hast du so den Marco angeguckt. Hast du da erhofft, jetzt irgendwelche Reaktionen in seinem Gesicht zu erkennen? Keine Reaktion. Bei dem, was ich gesehen habe, das ist zu viel. Was glaubst du denn, was du gesehen hast? Na, ich vermute mal einen Kühlschrank von AEG.
Und der Rest, naja, im Haushalt, sag mal, kleine Artikel überwiegend. Da waren noch zwei größere, die ich nicht zuordnen kann, muss ich ehrlich sagen. Und wenn da der Schatz verborgen ist, in den Sachen, die du nicht gesehen hast? Dann habe ich Pech. Ja. So ist das Leben. Haushaltswaren, die sind immer gefragt und in der Retourenwelt sowieso. Und die Ware ist immer gut zu verkaufen. Und ich denke mal, dass man für die Palette auch mindestens 1.000 Euro erzielen kann. Wer möchte das Pech umgehen und bieten? Da steht Eva drauf. 600 Euro zum Egal, Ersten. Egal, was da drauf steht, weiter. 600 Euro zum Zweiten. Wenn man jetzt hört, ich der Neuling und habe bis jetzt nur den eBay-Shop, unterschätzen die das halt einfach. Überlegt noch mal, was ihr gesehen habt, Leute. Sechs, zehn, komm. Der Ball ist wieder im Feld. Na, jetzt habe ich einfach nur geboten, weil die mir so manchmal auf den Nerv gehen. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Wegen 10 Euro, Eva? Ja. Man muss ja auch mal zwischendurch mal ein bisschen bockiges Kind spielen. 610 zum Ersten. 610 zum Zweiten. Ach, guck mal an. Gerade als Neuling darf man sich ja auch nicht unterbuttern lassen. Da kommen 620. Das Beleidigtsein hat nur kurz angehalten. Ja, wie ein kleines Kind. Hm? Ah ja, so ein bisschen Risikobereitschaft muss ja schon sein. Und das bringt sie mit. 620 Euro haben wir von Eva zum Ersten. 620 Euro haben wir zum Zweiten. Ich denke mal, dass man für die Palette auch mindestens 1.000 Euro erzielen kann. €620. Die Palette geht an Eva. Klappt nicht, happy. Ja, darf ich auch Scheiße sagen? Herzlichen Glückwunsch. Also die Versteigerung war für mich eigentlich nicht gut. Eva hat die Palette für 620 Euro gekauft und ist weit unter meinem Preis, den ich eigentlich haben wollte. Was erhoffst du dir jetzt, was auf deiner Palette ist? Ein Kühlschrank. Also du bist fix auf dem Kühlschrank. Und wenn er kaputt ist? Risiko. Ja, war das überhaupt ein Kühlschrank? Wussten wir nicht. Aber natürlich, bei der Größe kann ja nur ein Kühlschrank sein. Ja, ich weiß nicht, ob sich hier gerade die Eva in die Nesseln gesetzt hat mit ihrem Höchstgebot oder ob sie tatsächlich einen schönen Kühlschrank als Highlight entdeckt hat. Das werden wir jetzt gleich erstmal sehen, wenn wir die Palette entlüften. €620 für eine ziemlich hohe Palette, wie ich finde. Und deine große Hoffnung ist jetzt ein Kühlschrank. Was wäre denn jetzt nicht so cool? Die elektrischen Geräte, wenn die zum Beispiel einen anderen Stecker hätten? Das wäre ein Problem, wenn die jetzt einen anderen Stecker, so einen englischen. Sollen wir mal gucken? Mhm. Ich drück mal die Daumen. Die Wischer können wir alle mal runternehmen, ne? Die Lifehite-Dinger hatte ich überhaupt nicht gesehen. Wie gehen denn solche Wischer? Gut. Vor allem, weil es Marke ist. Weil es Marke ist. Markenware läuft immer, egal wie. Und das ist eine gute Marke, ne? Das ist eine sehr gute Marke. Und die sind ja neu und original verpackt. Wischer, sowas, das läuft immer. Vor allem, das ist eine Marke. Das ist jetzt kein No-Name-Produkt. Pro Stück gibt's wie viel dafür? Hanno, was denkst du? Fünfer. Was, die? Ja. Wie viel? Nee, die kosten 69 Euro. Was? Im Baumarkt. Nur ich glaube, dass sie halt bei den Preisen etwas zu optimistisch ist. Die kosten 30 Euro, 40 Euro. Habe ich mir letztens noch gekauft, aber ich putze zu Hause nicht. Das macht zu Hause mein Mann. Dirk, was hast du denn da? Tierbürste für die Rohr. Ach, eine Tierbürste, das ist gut. Tierfusseldinger, die werden immer gebaut. Die Leute kaufen Fusselrollen so und so und so. Was kriegt man für so Tierbürsten? 4,99 und weg 5 damit. Euro und 5 weg. Euro du hast eine ganze damit. Kiste davon. Ja. Ja. Was hast du jetzt da? Ist das ein Rauchmelder? Vermeintliche Rauchmelder? Ja. Kaffeetassenhalter. Kaffee. Kaffeewärmer. Kaffeewärmer. Ah. Für den Schreibtisch. Ja, fürs Büro. Wenn du da am Schreibtisch sitzt, hast du den Kaffee halt immer schön warm. Kaffeetassenwärmer. Muss man haben. Wenn die einen USB-Stecker. Ah, guck mal. Die Dinger finde ich mega. Von der Bewertung her finde ich, dass sie manche Sachen überbewertet. Manchmal sucht sie sich ein paar komische Stücken, wo sie sagt, das ist mein Highlight. Wie viel haben wir denn von denen? 20, 30, 40. 10 Euro kannst du mit Sicherheit für nehmen. Und hier haben wir eine elektronische Küchenwaage. Ja, die ist sogar noch besser. Ich dachte, das wäre ein Eierkocher. Bei dem Wagen habe ich erst gedacht, das wäre ein Eierkocher. Weil das ja wirklich so aussah, ne? Man hat ja nur so die Form gesehen.
Siehst du mal, hast du dich verguckt. Das ist eine mit Thermometer. Also die kann sogar die Temperatur. Das ist aber dann gar nicht mal so schlecht, ne? Guck mal hier, was sagt ihr zu den Küchenwagen hier, Leute? Die ist schön. Mit Temperatur und Gewichtsangaben. Die ist jetzt nicht so eine 0815 Küchenwaage. Die zeigt ja auch irgendwie Wärme und alles noch an. Was nimmst du für so eine Küchenwaage? Was kostet die bei dem Onlineshop? Wow. 9,99 Euro, weg damit. Das ist noch besser hier. Ein riesengroßer Hamsterkäfig. Aber das ist ja eine ganze Hamsterkäfig-Welt, ne? Ja. Finde ich super. Den Hamsterkäfig habe ich leider nicht gesehen, weil da wäre ich vielleicht doch dann auf den Geschmack gekommen, weil der Hamsterkäfig, der ist so geil gaga, der ist gut. Ich hätte den super gern aufgebaut. Ich habe ganz viele Hamster gehabt früher. Ich hatte, glaube ich, insgesamt, mal überlegen, ich glaube 42 Stück oder so. Was kriegt man dafür, für so einen Teil? Den 50, 100? Ja, 50. Nicht mehr? Vielleicht sogar mehr. Die sind teuer. Die sind, ja die sind teuer. Das ist ja auf zwei Etagen, das ist ja ein Penthouse hier. Ich habe mal so was Vergleichbares, ist schon eine Weile her gekauft. Das kam ungefähr 150 Euro. Ich sag mal, wenn sie das schneller verkaufen möchte, aber ich denke mal, 80 bis 100 Euro kriegst du da auf jeden Fall raus. Wir haben keine Eile. Tiere laufen, das ist der Wahnsinn. Vor allem Hamsterkäfige. Ich weiß gar nicht, wie viele Hamsterkäfige ich schon hatte mal auf einer Palette. Die sind alle, das waren die ersten Sachen, die weg waren. Ups. Oh. Ach, du hast eine Hundehütte, guck mal. Ja. Hundehütte ist auch gut. Hundehütte ist gut, ja. Oh, und die sind so schwer alle, ey. Kann man schon was sehen? Nee, auch Einzelteile, lassen wir lieber zu, ja, ne? Hundehütten, Meerschweinchenkisten, was doch immer. Das läuft gut. Dafür wird gut Geld bezahlt. Die Dinger sind ja schweineteuer. So aus Holz. Wenn das jetzt Plastik oder was weiß ich was wäre, oder ne, so ein Gestängel da, da bezahlen die nicht viel, aber Holz. Hundehütte, was kriegt man dafür? 200 Euro, was denkst du? Schon mal verkauft? Ich hab nicht verkauft, Hundehütte. Ja, guck mal, aber hier liegen dann auch schon, kannst du sagen, so um die 200, 300 Euro. Ja. Aber jetzt. Also auf jeden Fall Klasse A ist. Hier steht Front. Da bin ich ja mal gespannt. Hoch, 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 hoch. Oh, jetzt hoch. Hauptsache kriegen die wieder so verpackt. Oh, ah, wie geil ist das denn? Ein Weinkühlschrank ist das. Größte Überraschung war, dass kein Kühlschrank, sondern Weinkühlschrank war. Wer viel Wein trinkt oder gerne trinkt, oder Gaststätten, können sie was ja auch gut gebrauchen, um das zu kühlen. Also das ist, ne? Wollen wir bei unserer Gaststätte mal nachfragen, der Kamil, ob er einen Weinkühlschrank braucht. Viel interessanter als ja der Stecker. Ich sehe gar keinen. Ich glaube in der Tüte da. Ja. Naja, nicht ganz, nicht wahr? Nee, doch, ist einer. Es ist ein Gerät, was sich auch im europäischen Sprachraum verwenden lässt. Man hat einen deutschen Stecker. 3,99. Was? Ist nee, der bei eBay? Doch, den habe ich schon gesehen. Ja, der ist aber teurer. Von No Name gibt es die günstiger, aber die, die mit Marke, die kosten mehr. Du hast 620 bezahlt und hast hier so einen niegelnagelneuen Weinkühlschrank von AEG. Ja, dann ist die Palette damit schon bezahlt. Da habe ich die Palette ja schon. Schon mit Gewinn habe ich die schon raus. Das ist vielleicht, und das glaube ich nicht, ein Neupreis. Aber sie macht ja hier Restposten-Retouren. Und eine Restposten oder eine Retour, dafür kann ich nicht den originalen Preis verlangen, den ich habe, wenn es neu rauskommt. Dann lass uns doch mal kurz gucken. Die Wischer, die kriegen wir weg für ein 20. Ja. Und da liegen so 20 Stück. 400 Euro liegen jetzt nur an Wischer da, ne? Die Küchenwagen. Machen wir 10er, ist einfacher zu rechnen. Haben wir 300. 300. 400, ja. Haben wir 700. Den Kühlschrank für ungefähr 400. Haben wir 1200. Kaninchenstall, Hamster. Auch noch mal 300. Sind wir bei 1500? Da sind wir schon bei 1500. Und die Hundebürsten oder Tierbürsten? Machen wir 5 Euro so. 50 sind da, glaube ich, drin. 250. Dann sind wir bei 1750. Die Kaffeewärmer. Bist du bei fast 2500 Euro, was hier ist? Heute bin ich die Gewinnerin. Bei Lieber Herr Gesangsverein. Das Hab ist ich doch ein mal. Schnäppchen gehabt, ja. Du hast richtige Riecher gehabt, ne, die Eva?